Digitale Kompetenzen, ein breites Thema. Ich werde versuchen, in den nächsten 45 Minuten einen Einblick in das Modell zu geben, ein bisschen zu philosophieren über den Kompetenzbegriff, wie sehr sich Schule verändert hat und dann last but not least ein paar Beispiele liefern, wie digitale Kompetenzen im Unterricht erworben werden können. Schule hat sich sehr viel verändert. Wenn ich an meine ersten Dienstjahre zurückdenke, ist der Lehrplan, Lerninhalte sind im Mittelpunkt gestanden, Sachwissen. Heute spricht jeder nur mehr von Standards, von Kompetenzentwicklung. Wichtig ist nicht mehr das, was gelehrt wird, sondern das, was gelernt wird, das, was letztlich behalten wird. Und das bildet sich in einem Paradigmenwechsel ab, weg vom Lehrplan, der zwar immer noch existiert und quasi Zielvorgaben beschreibt, hin zu Bildungsstandards, die von allen Schülerinnen und Schülern erreicht werden sollen. Dass es Bildungsstandards in Deutsch, Mathematik und Englisch gibt, ist Ihnen allen bekannt. Dass es aber auch Bildungsstandards, was die digitalen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler angeht, gibt, ist vielleicht noch nicht allen Lehrerinnen und Lehrern so richtig ins Bewusstsein gerückt. Ich möchte zunächst einmal beginnen mit einer Gegenüberstellung von Qualifikation und Kompetenz. Sehr oft ist man im Leben dazu verpflichtet, Qualifikationen zu erwerben. Ich mache das an einem ganz einfachen Beispiel fest. Eine Qualifikation, die die meisten von uns erworben haben, ist der Führerschein. Und der Führerschein ist eindeutig fremdgesteuert. Ich behaupte allen Ernstes, dass jemand gut Auto fahren kann, ohne parallel einparken zu müssen, ohne im Retourgang in die Garage fahren zu müssen. Als Vater von drei Kindern, die allesamt den L17 gemacht haben, bin ich leidgeprüfter Vater, was diese Dinge anlangt, und ich habe nicht selten auf irgendeinem Parkplatz irgendeiner Fahrschule mit meinen Kindern das Rückwärtseinparken geübt und das Paralleleinparken zwischen den Hütchen, Gott sei Dank, damit nichts schief gehen konnte. Ich glaube aber allen Ernstes, dass jemand ein kompetenter Autofahrer sein kann, der das nicht kann. Kompetenz hingegen umfasst immer eine gewisse Fähigkeit zur Selbstorganisation. Qualifikationen bleiben immer beschränkt auf objektive, vorgegebene Anforderungen. Kompetenzen sind selbstgewählte Ziele, sind auf das Subjekt bezogen, und nicht zuletzt sind Qualifikationen immer sehr tätigkeitsbezogen. Und jetzt komme ich weg vom Führerschein hin zur digitalen Welt, hin zum ECDL. Es möge mir jetzt kein Lehrer, keine Lehrerin böse sein, die den ECDL an Schulen forcieren. Ich behaupte aber, dass ECDL-Erwerb noch nicht zwangsläufig kompetentes Umgehen mit dem Computer bedeutet. Denn der ECDL ist ähnlich wie der Führerschein sehr tätigkeitsbezogen, fremdgesteuert. Es gibt objektive Anforderungen, die zu erfüllen sind, und beschränkt sich natürlich auf Dinge, die zertifiziert werden können. Ganz ein wesentlicher Bereich, während hingegen Kompetenzen immer vielschichtige Handlungsdispositionen umfassen. Ich selbst kann entscheiden, wie meine Präsentation ausschauen kann. Und ich bin jetzt ein bisschen böse, fast in Richtung ECDL, wenn eine Schülerin, ein Schüler bei der ECDL-Prüfung aufgefordert wird, aus seiner Präsentation Folie Nummer 3 zu löschen und löscht Folie Nummer 2, dann besteht zwar die Kompetenz zum Folienlöschen, die Fertigkeit hat die Schülerin, der Schüler, aber für den ECDL war die Aufgabe leider falsch gelöst. Und zu guter Letzt geht es immer bei Qualifikationen um verwertbare Fertigkeiten. Und Kompetenzen sind immer an klassischen Bildungsideal orientiert. Das heißt,
mündig mit Medien umgehen zu können in Bezug auf digitale Kompetenzen. Drei Definitionen zum Kompetenzbegriff, zum Selbstmitlesen. Für mich ist bei allen drei Definitionen eines ganz wesentlich. Es geht immer um Selbstbeteiligung, Selbstorganisation, um eigenständiges Handeln. Und die letzte Definition gefällt mir am allerbesten. Kompetenzen werden immer erst im Handeln unmittelbar sichtbar. Ob der Installateur in meiner Wohnung kompetent gearbeitet hat, sehe ich dann, wenn er die Wohnung verlässt. Ein Wasserschaden kann sehr kompetent behoben werden, aber auch sehr inkompetent, wenn nämlich das ganze Badezimmer am Ende einer Baustelle ähnelt. Wie sehr hat sich Schule verändert? Ich muss Wilhelm Busch bemühen. Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss und nicht allein das ABC bringt den Menschen auf die Höhe und nicht alleine Schreiben, Lesen sind wichtig. Auch in Rechnungssachen soll sich der Mensch Mühe machen. Noch dazu der Weisheit lehren, muss man mit Vergnügen hören. Die Technologien haben sich mittlerweile verändert. Ich behaupte, dass Lesen, Schreiben und Rechnen heute nicht mehr ausreicht, um im Berufsleben bestehen zu können. Nicht nur Lerninhalte haben sich verändert, auch die Technologien. Und ich kann wieder zurückblicken auf meine eigene Bildungsbiografie. Und wenn ich jetzt so in die Runde schaue, werden manche fast ein klein wenig feuchte Augen kriegen vor Begeisterung, ob dieses Dings, das da an die Wand projiziert wurde, für alle, die sich in Ungläubigkeit oder in ungläubiges Staunen jetzt verfallen, das Ding nennt man Rechenschieber. Und ich habe im Jahr 1976 mit diesem Rechenschieber maturiert. Ohne Taschenrechner. Es hat viele Vorteile gehabt. Keine Frage. Wir konnten sehr gut Kopfrechnen, wir konnten sehr gut überschlagen. Es war nur möglich, die Ziffernfolge abzulesen, niemals der Stellenwert. Trotzdem. Als Mathematiklehrer trauere ich dem Rechenschieber nicht mehr wirklich nach. Und ich kann mir in keiner Firma vorstellen, dass irgendeine Schülerin, eine Schüler einmal gefragt wird, ob er mit einem Rechenschieber umgehen kann. Die Zeiten haben sich geändert. Was war das Nächste? Dann der Taschenrechner. Und ich beziehe mich wieder auf meine eigene Lehrerkarriere. In aller Begeisterung für Kopfrechnen, für schriftliches Rechnen, für Überschlagsrechnungen hat man die Einführung des Taschenrechners natürlich möglichst weit an das Ende der Pflichtschulzeit verschoben. Mit dem einen feststellbaren Ergebnis, meine Schülerinnen und Schüler konnten zwar vielleicht ein klein wenig besser Kopfrechnen, ein klein wenig besser schätzen, aber sie konnten nicht mit dem Taschenrechner umgehen. Ich habe nämlich in vielen Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Einführung des Taschenrechners die Rechenfehler nicht minimiert hat, sondern im Gegenteil erhöht hat. Weil all das, was der Taschenrechner an Ergebnis liefert, wird kritiklos zur Kenntnis genommen. Das Gerät hat es ja gesagt. Und ich bitte jetzt auch die Nicht-Mathematiker ein klein wenig mitzudenken, folgende Bruchrechnung sich vorzustellen, 15 gebrochen durch 5 mal 4. Dann ist es für jeden, der keinen Taschenrechner zur Verfügung hat, sonnenklar, man kürzt einmal durch 5, erhält 3 Viertel oder 0,75 und damit ist das Ergebnis erledigt. Hat man einen Taschenrechner zur Verfügung und tippt das genauso ein, wie man es liest, ist das Ergebnis 12 und das Ergebnis wird natürlich ohne langes Murren mehr oder weniger zur Kenntnis genommen. Lange Rede, kurzer Sinn, auch der Umgang mit Technologien muss erlernt werden. Dann irgendwann hat, Gott sei Dank, Computer, Netbook, Notebook in den Schulen Einzug gehalten und die Zukunft, back to the roots, kann ich nur sagen, wir bewegen uns wieder zurück an den Beginn des 20. Jahrhunderts. Die digitale Schiefertafel hält Einzug, ist genauso zu bedienen wie anno dazumal die Schiefertafel. Und wer
gerne in der Nostalgie schwelgen möchte, es gibt ein tolles Schulmuseum in Bad Leonfelden, wo man wirklich noch in der alten Schule sitzen kann, mit einer Schiefertafel in der Hand und mit den Graphitstiften drauf schreiben kann. Wir haben ein nettes Video vom Mathematikinstitut, vom Didaktikinstitut an der Kepler-Universität gemacht, wo die Kinder zuerst die Schiefertafeln in den Händen halten und im nächsten Schwenk sitzen die Kinder dann in der altertümlichen Schultracht bei den neuen digitalen Schiefertafeln. Es hat sich nichts geändert. Der Graphitstift ist ersetzt worden durch einen anderen Stift, aber sonst ist das Hantieren, abgesehen davon, dass die neuen Tafeln multimedial sind. Das ist der kleine Unterschied. Ein Zitat zum Selbststudium klingt sehr modern, ist aber 350 Jahre alt. Wir suchen Anweisungen immer noch, dass die Kinder mehr lernen und weniger gelehrt wird. Wir wünschen uns allesamt Schulen, wo mit viel Freude und viel Erfolg gelernt wird und mit weniger Lärm gearbeitet wird und weniger vergebliche Arbeit unseren Lehreralltag begleitet. Meine Frage: Was hat sich seit 1657 wirklich verändert? Jetzt kann man sagen, okay, Comenius war Visionär, er hat sich das gewünscht. Wir hätten 350 Jahre Zeit gehabt, manche Dinge umzusetzen. Ein Schwenk hin zu digitalen Kompetenzen, warum? Und zunächst einmal ein Zitat aus einem EU-Papier, in dem die digitalen Kompetenzen als eine von 8 Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen beschrieben werden. Und was mir besonders auffällt, ist diese Employability, die Fähigkeit, in ein Beschäftigungsverhältnis einzutreten, wird von der EU ganz wesentlich betont. Das heißt, wer keine digitalen Kompetenzen besitzt, ist heute am Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbar. Und wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken, die Kinder, die heuer in unsere neuen Mittelschulen gekommen sind oder noch Hauptschulen, werden möglicherweise Ende der 2020er Jahre erst in den Arbeitsprozess eintreten. 4 Jahre Pflichtschule, 5 Jahre HTL, anschließend ein Studium möglicherweise. Das heißt, die werden vielleicht 2030 erst ins Arbeitsleben eintreten. Und wie die Arbeitswelt dann aussieht, das wage ich nicht einmal zu erahnen. Ich kann mich nur zurückerinnern an meine eigene Informatikausbildung. Und dann hat mir jemand bei einer Tagung einmal gesagt, wirst sehen, die 5¼ Zoll Disketten werden verschwinden. Was machen wir dann? Wir hatten doch Computer, die nur mit 2 5¼ Zoll Diskettenlaufwerken zu starten waren. Die hatten keine Festplatte. Dann sind die 3½ Zoll Disketten gekommen. Dann hat irgendwer gesagt, wir sehen, ein paar Jahren gibt es keine Disketten mehr. Na, unmöglich, wo sollen wir denn speichern? Wir haben alles nicht mehr und das innerhalb von gut 20 Jahren. Also 1990 habe ich noch einen Computer gekauft mit 2 Diskettenlaufwerken, 5¼ Zoll, 3½ Zoll. Er steht bei mir noch im Keller, ist noch lauffähig. Was auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, die letzte, die Teilhabe an der Gesellschaft, die von der EU betont wird. Digitale Kompetenzen sind notwendig, um überhaupt am gesellschaftlichen Leben der Zukunft teilhaben zu können. Und das ist ein wesentlicher Aspekt. Und in der digitalen Agenda der EU wird die Computerkompetenz als kompetente, sichere Anwendung, aber auch kritische Anwendung der Informations- und Kommunikationstechnologien beschrieben und im Detail dann
Benutzung von Computer, Informationen abfragen, ermitteln, bewerten. Ganz ein wesentlicher Punkt, nicht alles, was im Internet steht, stimmt. Da gibt es die berühmte Geschichte mit dem Karl Theodor von und zu Gutenberg, seinerzeitiger Finanzminister, mit der Plagiatsaffäre. Der Spiegel hat in einer Ausgabe seine ganzen Vornamen, ich glaube 14 an der Zahl, aufgezählt. Nur ist einer hineingerutscht, der ihm nicht gehört. Am nächsten Tag war er in Wikipedia und selbst die Frankfurter Allgemeine Zeitung und alle renommierten Blätter haben diesen zusätzlichen Vornamen abgedruckt. Jetzt kann man sagen, das ist keine große Tragödie, nur die Tatsache, was ist Wahrheit im Netz, das durchaus zu beachten ist. Produzieren, ganz ein wesentlicher Aspekt, nicht nur Medienkritik ist wichtig, sondern auch die Fähigkeit, Medien zu gestalten, zu präsentieren, sich auszutauschen und an Kooperationsnetzen teilzuhaben, ganz ein wesentlicher Bereich heute. In Anlehnung an die Papiere der EU hat das BMBF mittlerweile, ich bitte um Entschuldigung, so schnell ändern sich die Zeiten, dass das BMUKK wieder das Bildungsministerium geworden ist, also ich muss meine Folien ständig adaptieren. Durch den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht sollen die digitalen Kompetenzen der Kinder gestärkt werden und ganz ein wesentlicher Aspekt ist, dass für die Berufsausbildung gewisse IT-Skills, Fertigkeiten im IT-Bereich einfach vorausgesetzt werden. Wie nimmt der Lehrplan darauf Bezug? Und da steht es im Einleitungsteil des Lehrplans zur Förderung der digitalen Kompetenzen, ist das didaktische Potenzial der Informationstechnologien entsprechend zu nutzen und den Schülerinnen und Schülern sind entsprechende Erfahrungsräume anzubieten, um mit diesen Wissensquellen dann auch wirklich arbeiten zu können. In den didaktischen Grundsätzen, jetzt kann man wieder fragen, wer liest das? Man sollte sie lesen, ganz zentrale Dinge, steht drinnen, jetzt in Kurzversion, die digitalen Technologien sind eine unabdingbare Voraussetzung für zeitgemäßes Lernen. Und wesentliche Teile der Lern- und Unterrichtsorganisation, Informationsquellen erschließen und bearbeiten, ist ganz ein wesentlicher Bereich. Und letztlich auch aus dieser Fülle der Inhalte, die Inhalte zu systematisieren, zu Arbeitsergebnisse zusammenzutragen und entsprechend auch zu präsentieren. Copy and Paste alleine genügt nicht mehr. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon festgestellt, dass manches Mal Schülerinnen und Schüler bei Referaten zwar hochgeistige Elaborate zusammengetragen haben, aber manchmal nicht in der Lage sind, einzelne Wörter zu lesen. Wikipedia macht es möglich. War Wikipedia vor etwa 5, 6 Jahren noch absolut ein Lexikon für Schülerinnen und Schüler? Es hat zwar nicht alles hundertprozentig gestimmt, aber es war zumindest für Kinder lesbar. So ist heute auf manchen Mathematikseiten das, was geboten wird, zwar wissenschaftlich total exakt, aber für Schülerinnen und Schüler nicht mehr lesbar. Das ist der Nachteil. Und ich vergleiche unsere Situation im Umgang mit digital oder zur Betonung der Wichtigkeit von digitalen Kompetenzen an den Schulen ein bisschen mit der Situation von Menschen im Mittelalter. Wer im Mittelalter nicht rechnen konnte, und das waren die meisten Personen, war darauf angewiesen, Rechenmeister mehr oder weniger zu beschäftigen. Und man musste den Rechenmeistern einfach glauben. Was der Rechenmeister berechnet hat, das war die Wahrheit. Dann ist Adam Ries gekommen
und hat den Leuten plötzlich das Rechnen gelernt. Und das war der erste Schritt, aus dieser Unmündigkeit im mathematischen Bereich quasi herauszutreten und selbst Dinge berechnen zu können. Hat zum Aussterben der Rechenmeister geführt. Die Leute konnten plötzlich selber rechnen. Und jetzt stehen wir vor einer ähnlichen Schwelle, um mündig am Leben teilnehmen zu können, um mündig Entscheidungen treffen zu können, sind digitale Kompetenzen absolut notwendig. Und ich denke, es ist notwendig, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer diese unseren Kindern auch tatsächlich vermitteln. Der Lehrplan geht sogar noch weiter. Zum Einsatz von Informationstechnologie werden Dinge wirklich explizit aufgezählt. Da steht nämlich drinnen, dass Recherche und Verarbeitung von Informationen unabdingbar notwendig sind. Und Verarbeitung, Präsentation, in welcher Form auch immer. Erstellung von Kalkulationsmodellen, das heißt für die Mathematiklehrerinnen und Lehrer, ohne Tabellenkalkulation geht es eigentlich nicht mehr. Modellieren ist eine Verpflichtung für den Mathematikunterricht und das eigenständige Erstellen von Modellen, auch mit technologischer Unterstützung, ist notwendig. Durchführung, Auswertung von Befragungen, Gestaltung von Medien, habe ich vorhin schon erwähnt, und auch die Kommunikation und Kooperation bzw. Dokumentation der eigenen Arbeiten. Wie schaut die Realität aus? Wieder ein Papier, das nicht alt ist. Das ist eine Pressemitteilung der EU-Kommission vom September letzten Jahres. Und in dieser Pressemitteilung steht drinnen, wohlgemerkt nicht auf Österreich bezogen, sondern auf ganz Europa, dass 50% beziehungsweise 80% der Studierenden, wohlgemerkt 50% der Schülerinnen und Schüler, 80% der Studierenden in der EU nie digitale Lehrbücher, Unterrichtssoftware, Videos, Simulationen oder Ähnliches benutzen. Bitte, die Studie ist ein Jahr alt. Was sich in der Studie noch gezeigt hat, es gibt ein enormes Nord-Süd-Gefälle. Das heißt, die nordeuropäischen Staaten sind relativ weit voraus, die südeuropäischen hinken sehr stark hinten nach. Österreich ist im Herzen Europas, wir halten uns dezent auch in dieser Studie absolut im Mittelfeld. Also wir sind nicht die Vorreiter in diesem Bereich. Was die Studie noch gezeigt hat, dass sich die meisten Lehrkräfte selbst nicht für digital versiert halten. Ja, jetzt brauche ich nur meine eigene Generation denken, ja, wir sind ja auch nicht mit dem Computer aufgewachsen. War, ist ja nicht von der Hand zu weisen, wenn ich jetzt an meine Kinder denke. Meine Tochter hat mir gerade vor wenigen Tagen gesagt, Papa, für uns war eigentlich ein Computer immer selbstverständlich, weil die Tochter war 2 Jahre und der Computer war im Haus. Und sie haben gelernt, damit umzugehen, verantwortungsvoll damit umzugehen. Und was auch interessant ist, dass 70% der Lehrerinnen und Lehrer sich eine bessere Ausbildung wünschen. Also es liegt nicht am Nicht-Wollen, sondern am Bewusstsein, manche Dinge nicht in ausreichendem Maße zu beherrschen. Und wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Und die EU hat das gemacht. Es gibt momentan eine Arbeitsgruppe in der EU, die sich intensiv mit Online und digitalem Lernen beschäftigt. Ich bin auf die Ergebnisse gespannt. Eine zweite Realität, eine Studie der OECD, von Jänner, die Jänner, Februar 2014 durchgeführt wurde, befragt wurden repräsentativ 1260 Österreicherinnen und Österreicher im Alter von 15 bis 60 Jahren, also Schulabgänger bis Leute, die an der Schwelle zum Pensionsalter stehen. Befragt wurden sie hinsichtlich der Selbsteinschätzung ihrer digitalen Kompetenzen und erhoben wurde dann an einem Sample von insgesamt 494 Personen, auch repräsentativer Querschnitt, wurden dann die tatsächlichen Kompetenzen erhoben.
Das heißt, zum einen hat man eine Gruppe von Leuten befragt, was glaubt ihr, wie schätzt ihr euch ein? Und zum anderen hat man dann gesagt, aus dieser Gruppe nehmen wir einen repräsentativen Querschnitt heraus und überprüfen dann, inwieweit diese Angaben tatsächlich stimmen. Wir sehen, dass sich insgesamt 60% für sehr gut und eher gut einstufen, was ihre digitalen Kompetenzen anlangt. Die Realität zeigt, dass das nicht stimmt. Ungefähr der gleiche Anteil ist nämlich mittelmäßig bis eher schlecht oder sogar noch mehr. Das heißt, die Leute schätzen sich wesentlich besser ein, als sie tatsächlich sind. Und erhoben wurden da nicht Tätigkeiten, die jetzt was welche Kompetenzen erfordern, sondern letztlich waren das Aufgaben im Bereich Dateiverwaltung, wo es nur darum gegangen ist, Ordner zu verschieben, Dateien von einem Ordner in den anderen zu transportieren, Dinge zu kopieren, Online-Grundlagen und Fragen zur IT-Sicherheit vor allem. Und herausgestellt hat sich ein sehr beschämendes Ergebnis eigentlich, was für uns die Aufforderung natürlich ist, wir haben viel zu tun. Damit komme ich auch schon zum Kompetenzmodell. Das Kompetenzmodell zu den digitalen Kompetenzen teilt sich einmal ganz grob in vier große Bereiche. Der eine ist der ganze Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie in Verbindung mit Mensch und Gesellschaft. Der zweite Bereich sind die ganzen Informatiksysteme. Der dritte Bereich, der große Bereich der Anwendungen. Und im vierten Bereich dann die eigentlichen Informatikkonzepte. Klingt der letzte Bereich momentan sehr technisch. Ich werde dann nachher sofort erläutern, dass auch Informatikkonzepte ganz tief in unser Leben hineinspielen. Wenn man nämlich Kinder auffordert zu beschreiben, was macht der Vater, wenn er das Auto startet, dann sagen sie meistens, er dreht den Startschlüssel um. Oder heute bei den neueren Autos, er drückt auf einen Knopf. Keine Idee davon, dass er zuerst das Auto aufsperren muss, keine Idee davon, dass er zuerst die Türe öffnen muss, sich zuerst hineinsetzen muss. Und das sind letztlich Handlungsanweisungen, die ich sehr detailliert beschreiben muss. Und das ist etwas, was in der Informationstechnologie ganz wesentlich ist, dass ich nicht mit dem Zielbild beginne, sondern mich langsam zu einem Zielbild annähere. Der große Bereich der Informationstechnologie, Mensch-Gesellschaft, gliedert sich wieder in vier Unterbereiche und in diesem Kompetenzmodell gibt es dann zu jedem dieser Unterbereiche exakte Deskriptoren. Das heißt, es gibt Lernziele, die von Schülerinnen und Schülern erreicht werden sollen. Ich spare mir jetzt das vorzulesen. Ich glaube, es kann jeder die einzelnen Unterbereiche mitlesen. Im Bereich der Informatiksysteme geht es im Wesentlichen um Hardware, um die Gestaltung des eigenen Desktops, egal unabhängig jetzt vom Betriebssystem, um den Austausch von Daten in Netzwerken und um die ganze Problematik Schnittstelle Mensch-Maschine. Im Bereich der Anwendung im Wesentlichen um die Standardanwendungen, die da lauten Dokumentation, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationsprogramme, Internetrecherche und Kommunikation. Und im Bereich der Informatikkonzepte geht es im Wesentlichen um Darstellen von Informationen, um die Strukturierung der Daten, um die Automatisierung von Handlungsanweisungen, aber auch um die Steuerung von Abläufen. Irgendwo am Anfang in den ersten Papieren ist drinnen gestanden Algorithmen. Da hat man das Wort Algorithmen rausgenommen, weil sie viele Leute dran gestoßen haben, weil das klingt zu technisch. Wir haben das Wort Algorithmus durch Handlungsanweisungen ersetzt. Und Handlungsanweisungen sind eigentlich in vielen Berufen bekannt, weil jede Konditorin, jeder Konditor hat Handlungsanweisungen, wie er zu seiner Mehlspeise kommt. Und ich bin immer dankbar, wenn die Handlungsanweisungen zum Kuchenbacken sehr exakt sind, damit es mir auch gelingt, einmal einen Kuchen
in brauchbarer Qualität herzustellen. Was ist die Problematik dabei? Es gibt immer noch keinen Pflichtgegenstand Informatik. Es gibt zwar schulautonome Lösungen, wir sind da sehr kreativ, was die Ideen an den Schulstandort anlangt, aber es gibt keinen Pflichtgegenstand. Er steht nicht offiziell am Speisezettel der österreichischen Bildungslandschaft, was ich zutiefst bedauere, aber das war auch eine der Vorgaben, wie man an dem Modell zu den digitalen Kompetenzen zu arbeiten begonnen hat. Ihr braucht es jetzt nicht glauben, ihr könnt dann einen Pflichtgegenstand Informatik fordern. Das war gleich die Vorgabe, so quasi digitale Kompetenzen. Ja, ihr dürft euch den Kopf darüber zerbrechen, aber nicht mit der Forderung nachher kommen, wir brauchen einen Pflichtgegenstand Informatik. Die zweite Problematik, die ich immer wieder wahrnehme, wie schaut es mit der EDV-Ausstattung an den Schulen aus? Die dritte Problematik ist die Ausstattung, die da ist, auch einsatzfähig. Das ist das nächste Problem. Ein Computerraum, der da ist, ist noch lange kein Computerraum. Und last but not least, besitzen die Lehrer die Kompetenzen eigentlich, die wir von Schülerinnen und Schülern erwarten. Und jetzt bin ich eigentlich in medias res. All das, was ich jetzt zu digitalen Kompetenzen gesagt habe, gibt es nachzulesen auf der Webseite www.digicomp.at. Und da gibt es eine Beschreibung zum Kompetenzmodell für die 4. Schulstufe, für die 8., für die 9. und für die 12. Die Baustelle, die noch übergeblieben ist, ist die Kompetenzbeschreibung für die berufsbildenden höheren Schulen. Aber das ist nicht einfach, weil die berufsbildenden höheren Schulen völlig unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und die sich immer weigern, da einheitliche Standards mehr oder weniger festzulegen, weil das sehr, sehr schulartenspezifisch eigentlich ist. Im Bereich der digitalen Kompetenzen 8 ist das Kompetenzmodell noch einmal ausführlich erklärt. Und in diesem Kompetenzmodell sind jetzt zu all diesen Unterpunkten zu Informationstechnologie, Mensch und Gesellschaft, sind explizit Ziele aufgeführt oder Kompetenzbeschreibungen aufgeführt, die von Schülerinnen und Schülern erwartet werden. Und nett wäre es, wenn man zumindest zu allen dieser Unterpunkte im Laufe der 8 oder der 4 Jahre Sekundarstufenzeit in jedem Bereich so quasi ein Hackerl bekommen könnte, okay, in diesem Bereich ist an meiner Schule im Unterricht gearbeitet worden. Ich möchte jetzt auch nicht die Zeit strapazieren, da jetzt eine Vorlesung über die Ziele zu halten, die dort festgelegt sind. Ich glaube, das kann man alles nachlesen. Es gibt auch hier eine Menge an Unterrichtsbeispielen. Ich habe exemplarisch aus der Fülle der Unterrichtsbeispiele zwei herausgewählt, die für mich besonders im Zusammenhang mit kritischem Umgang mit Medien zu sehen sind, zum einen Medienkritik, zum anderen aber auch mit Mediengestaltung. Und weil es heute bei dieser Tagung eigentlich um Gewalt und Medien geht, sind das Dinge, die durchaus in diesen Bereich auch hineinpassen. Morgen im Chat heißt der Titel eines Digicom-Beispiels, das eine Kollegin aus Vorarlberg oder zwei Kolleginnen aus Vorarlberg erstellt haben. Und da geht es im Wesentlichen darum, die Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren, was sie in einem Chatraum von sich preisgeben. Ein Chat, der scheinbar sehr harmlos beginnt, führt Schülerinnen und Schüler dann eigentlich vor Augen, dass ich mit diesen Informationen perfekte Auskünfte bekomme, wo das Mädchen wohnt. Ich muss mich jetzt für die
atemberaubende Geschwindigkeit des Internets vor Ort entschuldigen. Ich habe sicherheitshalber das Kabelnetz gewählt, weil ich aus Erfahrung bereits weiß, dass das Funknetz manchmal Streiche spielt, dass das aber momentan mit dem Kabelnetz genauso der Fall ist, ist mehr als bedauerlich, aber wie sagte doch einst Bill, oder wie ging es doch einst Bill Gates bei der Vorstellung von, ich glaube, von Windows XP, was, wo dann plötzlich alles ausgefallen ist und nichts mehr funktioniert hat. Wenn das Bill Gates passieren darf, dann auch einem kleinen Lehrer. Ich kann das jetzt ganz schnell, ich muss das jetzt im Trockentraining leider Gottes erklären. Der Chat, es ist ein Chatprotokoll, mehr oder weniger abgedruckt. Schülerinnen und Schüler werden dann aufgefordert, mit diesen Chat-Informationen sich auf die Suche zu machen, den Chat genau durchzulesen und herauszufinden, wo wohnt das Mädchen. Das Mädchen sagt nur sinngemäß, der letzte Bus von Feldkirch geht, es geht in dem Chat darum, können wir uns irgendwann einmal treffen. Ein Chatgespräch zwischen einem Mädchen mit einem männlichen Gegenüber, unbekannten Alters, unbekannter Herkunft, muss man fast sagen. Das Mädchen spricht mit dem Herrn, und er fragte lieber so ein bisschen nach. Naja, könnten wir uns einmal in Feldkirch treffen? Nein, das geht nicht, weil der letzte Bus von Feldkirch geht erst so spät weg und da kann ich nicht mehr. Das nächste ist, das Mädchen lässt irgendwo fallen, ich bin sehr viel allein, meine Mutter geht arbeiten. Dann bist du, was macht die Mutter? Die Mutter ist Kellnerin. Dann bist du also am Abend sehr viel allein zu Hause. Ja. Und das Mädchen gibt eigentlich so scheinbar bedeutungsloser Menge an Informationen preis und Schülerinnen und Schüler können wirklich mit den Informationen, die sie herauslesen, über Internetrecherche und Google Maps herausfinden, in welchem Haus das Mädchen wohnt. Es beschreibt die Lage, es ist ganz ein öder Fleck, ich wohne am Ende einer Straße, in der Nähe ist gleich die Autobahn, es ist fürchterlich laut. Und damit ist es relativ in einem dünn besiedelten Gebiet, ländlichen Gebiet in Vorarlberg, lässt sich das Haus relativ leicht finden. Und die Kinder sind immer sehr erstaunt, wenn sie dann feststellen, wie einfach das eigentlich geht. Man kann das in ähnlicher Weise auch machen mit scheinbar anonymen Umfragen, wo ich sage, ihr braucht nur euer Geschlecht angeben, ihr braucht nur scheinbar bedeutungslose Informationen und ich kann letztlich dann mit einer Ungenauigkeit von 2, 3 Schülerinnen und Schülern Dinge sehr genau zuordnen. Es tut mir sehr leid, dass das nicht funktioniert. Wer Interesse hat, bitte einfach nachlesen, morgen im Chat. Die Kernkompetenz, die Schülerinnen und Schüler mit diesem Beispiel erarbeiten soll oder erwerben sollen, heißt, einfach die Risiken im Umgang mit digitalen Medien erkennen und sensibilisiert werden. Wer von Ihnen hat ein Smartphone? Wer von Ihnen weiß genau, welche Dienste auf dem Smartphone laufen? Ich habe mir Ähnliches, ja, es gibt ein paar. Ich habe mir ähnliches Bild erwartet. Ich habe vor wenigen Tagen mein Smartphone gewechselt und war auf der Suche nach QR-Readern. QR-Reader sind die Reader, die so Bilder abfotografieren können, wo dann sofort eine Webseite geliefert wird oder irgendwelche Informationen. Auf der Suche nach kostenlosen QR-Readern bin ich immer wieder zu einem Problem gestoßen. Alle diese QR-Reader hätten sich nur installieren lassen, wenn ich Ortungsdienste aktiviere. Jetzt frage ich mich als Informatiker, was hat ein QR-Reader mit Ortungsdiensten zu tun? Warum muss ein QR-Reader wissen, wenn ich ein Bild an der Hochschule, an der Wand abfotografiere, wo ich mich gerade befinde?
Meine Befürchtung, oder nicht nur Befürchtung, sondern meine Feststellung ist lapidar, da werden Daten, Bewegungsprofile aufgezeichnet, damit wird Geld verdient. Jetzt kann ich sagen, okay, das ist mir egal, das bestätige ich. Ich muss aber genau wissen, was hat das für mich für Konsequenzen? Welche Konsequenzen hat es, wenn ich meine Bilder in meine iCloud hochlade? Ich habe sie zwar von jedem Gerät verfügbar, aber man weiß seit einigen Tagen aus den Medien, auch von Filmstars, dass manche Fotos dann der Allgemeinheit zugänglich waren. Ja, solange das Fotos von meinem eigenen Garten sind, habe ich kein Problem. Problematik wieder, hat der Fotograf noch das Recht am eigenen Bild in der Cloud? Und das sind eine Menge an Dingen, über die es sich nicht nur mit Schülern nachzudenken lohnt, sondern ich glaube auch aus eigenem Interesse, sich wirklich nachzudenken lohnt. Vielleicht schauen Sie einmal auf Ihrem Handy, was ist alles aktiv. Ich weiß nur eines, dass auf meinem Handy Internet nur dann läuft, wenn ich es brauche. Und dass ich in irgendwelchen Profilen nur dann mich einlogge, wenn ich es brauche und sonst nicht. Ich nehme jetzt noch einen zweiten, fast ein klein wenig verzweifelten Versuch. Vielleicht das zweite Beispiel. Entschuldigung. Zum Thema Cybermobbing. Die Kurse sind alle ähnlich aufgebaut. Im ersten Teil einmal ein Video, damit sich die Kinder mit Cybermobbing auseinandersetzen können. Im zweiten Teil geht es darum, wie geht es dir damit? Fällt dir zum Film auf? Und dann sollen die Schülerinnen und Schüler selbsttätig werden und so quasi ein Drehbuch für eine eigene Cybermobbing-Story zu basteln, Szenen zu fotografieren und letztlich dann mit Fotostory, einem sehr einfach, intuitiv zu bedienenden Tool, das dankenswerterweise einmal gratis von Microsoft zur Verfügung gestellt wird, eine eigene Story zu erstellen und quasi Cybermobbing einfach an der eigenen Schule zu thematisieren. Die Tools sind angegeben, helfen auch dazu, die Schülerinnen und Schüler verwenden können und dann eine Möglichkeit, das eigene Projekt quasi der Community, der Gemeinschaft an der Schule vorzustellen und auch mal von Schülerinnen und Schülern Feedback zur eigenen Arbeit zu bekommen. Ich habe es pünktlich geschafft, mit meinen Ausführungen zu schließen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bitte vor allem um eines, die Umsetzung dieser Konzepte am eigenen Schulstandort gemeinsam mit E-Learning-Koordinatoren, mit Lerndesignern bestmöglich zu unterstützen. Danke.